Über die Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro hast du direkten Zugriff auf die Steuerelemente für Jetzt läuft, Timer und mehr. Und so geht's. Wenn Medien abgespielt werden, kannst du die Aktivität in der Dynamic Island gedrückt halten, um auf die Steuerelemente für Jetzt läuft zuzugreifen. Öffne dann das Kontrollzentrum und starte einen Timer. Jetzt sind zwei Aktivitäten in der Dynamic Island. Halte den Timer gedrückt, um ihn anzuzeigen. Tippe auf eine Aktivität in der Dynamic Island, um zur App zurückzukehren. So geht das Navigieren mit der Dynamic Island.